Es ist irgendwie ein merkwürdiger Glitch in der Matrix, dass ich noch einen sehr problematischen Influencer heute mal verteidigen muss. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Oder falls ihr zum ersten Mal hier seid. Hi, mein Name ist Kati. Willkommen in der Lovemunity. Heute gibt es wieder ein 10-Minute-Tea-Video. Ich filme die gerade back to back to back, weil auf TikTok so viel los ist. Also keine Ahnung. Ich bin sehr froh, dass ich damit so super wenig zu tun habe. Ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Aber es ist für ein gutes Drama-Video auf jeden Fall immer zu haben. Heute geht es um Patrick Star, seine Brand One Size Beauty und tatsächlich ein sehr perfektes Produkt, das dazu geführt hat, dass Leute so ausgesehen haben. Was das ist, warum das so passiert ist und wie seine Reaktion war, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Also, let's go mit dem Video. Editing-Kati hier, denn ich habe zwei wichtige Sachen, die ich kurz mit euch besprechen möchte. Erstens, wie fresh sehe ich bitte aus? Leute, ich werde niemals wieder aufhören, Summer-Outfits zu tragen, leicht gebräunt zu sein und einfach auch auf Make-up zu verzichten. Okay, das letzte war gelogen, geben wir es ehrlich zu. Und ja, ich habe weiße Fingernägel. Und zwar an beiden Händen gleichzeitig. Ich habe mich verändert, seit ich im Urlaub war. Alle sagen das. Als erstes ganz wichtig für das Thema dieses Videos. Es hat sich eine Neuerung ergeben in der ganzen Situation. Ich habe dieses Video allerdings, bevor ich in den Urlaub geflogen bin, abgefilmt und kann das jetzt nicht ganz einfach mit reinnehmen. Aus folgendem Grund: Es geht dabei unter anderem auch um die Connection zwischen Patrick Star und Colleen Ballinger. Und die ganze Colleen Ballinger-Situation ist ja sehr komplex, ging über mehrere Jahre. Und das jetzt eben mit reinzuschneiden, muss ich ehrlich sagen, ich finde, diese Situation verdient mehr Aufmerksamkeit. Ich weiß gar nicht, ob viele das in Deutschland überhaupt mitbekommen haben. Wenn ihr gerne dazu ein Update hören möchtet, dann lasst es mich jetzt bitte in den Kommentaren wissen. Das wäre ein etwas längeres Video und was Patrick Star damit zu tun hat, das würde ich euch dann auch einmal erklären. Das ist wirklich ein sehr ernstes Thema, deswegen würde ich mir dafür auch noch ein bisschen Zeit nehmen. Das würde jetzt nicht sofort kommen. Aber das Update generell versuche ich für nächste Woche fertig zu machen. Jetzt aber zu den erfreulicheren Sachen. Ich habe nämlich aus dem Urlaub nicht nur einen Tan, eine aufgefüllte Energiekasse und neue Fingernagelfarben mitgebracht, sondern auch einen neuen Kooperationspartner und über den freue ich mich ganz besonders und zwar aus zwei folgenden Gründen. Es handelt sich hierbei um Pure Lay und über die habe ich ja letztes Jahr ein Video gemacht und in dem war ich unter anderem auch sehr kritisch gegenüber manchen Moves von der Brand und nicht alle Firmen können mit Kritik so gut umgehen, deswegen freue ich mich besonders, dass sie diese Kritik positiv aufgenommen haben und trotzdem gerne mit mir zusammenarbeiten möchten. Denn der zweite Punkt ist, was ich im Urlaub festgestellt habe, ich brauche mehr kleine Urlaubsinseln in meinem Alltag. Ich schaffe es einfach nicht abzuschalten und dieses Aloha-Feeling, das natürlich mit Pure Lay auch verbunden ist, möchte ich mir jetzt einfach auch nach Hause holen. Das Video, das ich über Pure Lay damals gemacht habe, lasse ich euch natürlich unten in der Infobox und was ich euch außerdem da lasse, ist mein Link. Ich habe nämlich von Pure Lay einige Sachen zugeschickt bekommen und wenn ich sage einige, dann meinte ich wirklich viele. Heute möchte ich aber vor allen Dingen den Mahina Club vorstellen. Ich habe mich dafür entschieden, mit Pure Lay zusammenzuarbeiten, obwohl es nur Modeschmuck ist, weil der wirklich unfassbar langlebig ist. Diesen Ring habe ich ja unter anderem auch damals in meiner Review gezeigt. Den gibt es leider nicht mehr, aber obwohl es nur Modeschmuck ist, hält er jetzt schon unfassbar lange durch. Ich habe euch mal ein Close-up gezeigt, denn man hat keine Verfärbung, ich habe kein Abnutzen an diesem Ring festgestellt, bis auf die kleinen Stellen, wo meine anderen Ringe, die ich daneben trage, an diesem Ring auch gerieben haben. Trotzdem habe ich kein Grüneln festgestellt, kein Verfärben meiner Haut, keine allergische Reaktion. Von innen ist der noch perfekt und ich finde, auch so fällt es generell nicht auf. Dabei wasche ich meine Hände regelmäßig, ich nehme das Ding sogar mit zum Duschen und ich war jetzt auch im Pool und im Meer damit und es hat trotzdem keine Probleme gegeben mit dem Schmuck, weswegen ich das Angebot des Mahina Clubs total cool finde. Wir haben ja eine riesige Auswahl bei Pure Lay. Ihr habt nicht nur silberfarbenen Schmuck, goldfarbenen Schmuck und roségoldfarbenen Schmuck, sondern darüber dann auch die Möglichkeit, euch überraschen zu lassen. Im Mahina Club Abo könnt ihr euch entscheiden, ob ihr 3 Monate, 6 Monate oder 12 Monate Laufzeit bekommt. Und mit meinem Code KatiRainbow bekommt ihr dann nochmal 15% Rabatt da drauf. Ihr bekommt dann, egal ob ihr euch für 3, 6 oder 12 Monate Laufzeit entscheidet, jeweils ein Schmuckset zugeschickt, das immer eine kleine Überraschung ist. Das für Juli trage ich jetzt gerade und was ich daran besonders schön finde, ist, dass es eine Rainbow Edition ist. Wir haben hier super filigran jeweils die Kette als auch das Anklet. Ich habe es jetzt einmal hier an meine Hand gemacht, weil ganz ehrlich, meine Füße sehen noch nicht repräsentabel aus nach diesem Urlaub.
Und für ein bisschen mehr Realität auf Instagram. In Bremen sind es auch leider nur 18 Grad und es regnet draußen. Deswegen habe ich die Snogs auch einfach angezogen, die als Extra-Goodie im Juli-Angebot mit dabei sind. Die sind unfassbar kuschelig. Ich hatte da schon öfter was von gehört, aber ich habe sie selber noch nie ausprobiert. Und Leute, ich freue mich gerade. Und ich finde es schön, dass eben die LGBTQIA+-Community auch dadurch repräsentiert wird, dass die Designerin dieses Schmucksets ebenfalls ein Teil der Queer-Community ist. Ihr bekommt zu eurem Mahina Club gerade bei den Special Editions auch immer ein kleines Booklet mit, in dem der Designer oder die Designerin gezeigt wird. Und das Set für diesen Monat wurde von Lisa, die sich selber gerade erst als lesbisch geoutet hat und bei Purelay als Digital Art Director arbeitet, ausgesucht. Die kleinen feinen Perlen sind wie gesagt verschiedenfarbig in den Rainbow Colors und wir haben an beiden Verschlüssen nicht nur dieses kleine Purelay Anhängerchen, sondern auch noch einmal den Rainbow. Und falls ihr im Gegensatz zu mir Roségold nicht unbedingt tragen möchtet, auch ich trage ja unterschiedliche Farben tatsächlich an beiden Händen, könnt ihr euch auch entscheiden, ob ihr lieber die goldfarbene Edition oder die silberfarbene Edition habt. Und wenn ihr genauso wie ich euch nicht für eine Farbe für die ganze Zeit entscheiden möchtet, dann ist das auch gar kein Problem, weil ihr jeden Monat im Flex-Abo einfach wechseln könnt. Das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel die Rainbow Edition in Roségold haben und für den nächsten Monat euch Goldfarben oder Silberfarben aussuchen. Ebenso ist das Abo monatlich kündbar zum Ende des Monats, was ich persönlich sehr, sehr praktisch finde, falls es einem doch nicht mehr gefällt. Und das Krasseste finde ich daran, wie viel Geld man im Endeffekt spart. Bei 3 Monaten Laufzeit, indem man also 3 verschiedene Sets zugeschickt bekommt, das jeweils einen individuellen Wert von 70 Euro eigentlich hat, wäre man eigentlich bei einem Warenwert von 180 Euro. Mit meinem Code Kati Rainbow kriegt man aber nochmal 15% Rabatt obendrauf und kriegt das Ganze dann für 59,50 Euro, sodass ihr euch euren kleinen Aloha-Moment auch jeden Monat individualisiert nach Hause holen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall, ein Teil des Mahina-Clubs auch mit zu sein und bin sehr, sehr gespannt, was die nächsten Monate noch kommt. Und wenn ihr gerne noch wissen möchtet, was in diesen ganzen Boxen noch drin ist, was Purelay mir alles hat zukommen lassen, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Schaut jetzt auf jeden Fall bei Purelay vorbei, werdet Teil des Mahina-Clubs, lasst euch jeden Monat exklusive Produkte zuschicken in der Farbe eurer Wahl und spart mit meinem Code nochmal 15%. Und jetzt zurück zum Tee. Petixar ist einer der OG-YouTuber und Influencer, meiner Meinung nach. Er hat auf YouTube über 4 Millionen AbonnentInnen, auf TikTok über 3 Millionen AbonnentInnen und auf Instagram habe ich nicht nachgeguckt, weil ich faul bin. Ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Und er hat eine Beauty-Brand gegründet namens One Size und die heißt deswegen One Size, weil er sagt, Make-up is a one size fits all. Er ist ja ein Plus-Size, unter anderem auch Drag-Artist, selber gelernter Make-up Artist, ebenfalls wie sehr, sehr viele andere von den OG-YouTuberInnen, ebenfalls bei Sephora bzw. bei MAC Cosmetics angelernt und ist dann bei YouTube eingestiegen, hat seine Karriere damit gestartet, dass er eben Tutorials gemacht hat, unter anderem auch in diese Drag-Richtung. Mittlerweile ist es, glaube ich, weniger Drag und mehr Natural bzw. Glam-Make-up, das er macht und seine Brand gibt es jetzt schon einige Jahre. Sie hatte bisher wenig Kontroversen, soweit ich das mitbekommen habe und ist eine Brand, bei denen einige Produkte tatsächlich von sehr vielen YouTuberInnen und nicht nur seinen Freundinnen, sondern auch Leuten aus Deutschland sehr gelobt worden sind. Die Brand kann man in Deutschland, soweit ich weiß, bei Douglas bekommen. Woanders wüsste ich es persönlich nicht. Und auch wenn die Brand selber nicht unbedingt in Verruf geraten ist, so gab es doch einige Skandale rund um Patrick Star selber. Während der Pandemie bzw. der 2 Lockdowns, die es ja auch in den USA gab, wo er lebt und auch geboren ist, hat er sich unter anderem entgegen der staatlichen Anordnungen mit mehr als 5 Menschen getroffen, hat bei Partys und Events mit teilgenommen, die eigentlich illegal gewesen wären, allegedly, und hat sich zum Beispiel auch mit Nikita Dragoon, die für mich persönlich ja auch ein rotes Tuch ist, was Social Media angeht, getroffen und sich darüber lustig gemacht, dass es zum Beispiel Maskenpflicht in den USA gegeben hat. Meiner Meinung nach alles sehr verstörendes und ehrlich gesagt low-key auch sehr abtörendes Verhalten, weswegen ich ihm nie gefolgt bin. Was er jetzt allerdings gemacht hat, war eine sehr, sehr gute Reaktion auf eine sehr schwierige Situation, die auf TikTok natürlich viral gegangen ist. Denn wie immer ist es bei TikTok so, ist ein Produkt defekt, dann müssen TikTokerInnen darüber ein Reel machen, beziehungsweise ein TikTok und müssen darüber sprechen, dass sie mal mit der Brand reden müssen. So hat eine Creatorin mit dem Namen Make-up by Anissa, ich lasse euch natürlich alle Links zu den Originalquellen unten, ich hoffe, dass die auch, bis das Video rauskommt, noch da sind. Ansonsten schaue ich nach Re-Uploads und werde euch die verlinken. Ein TikTok gemacht, in dem sie so ausgesehen hat. Ich spiele euch das ganze TikTok einmal eben hier ab, sodass ihr euch selber einen kleinen Eindruck dazu machen könnt. Für die unter euch, die nicht so gut Englisch verstehen, übersetze ich es gleich. Okay, One Size, we gotta talk. I just bought this setting spray from Sephora yesterday.
I literally just sprayed it on my face. I don't... What is happening? This is not okay. Did I get a defective bottle or something? Like, I'm... Oh my God. What happened? I had to redo my makeup, but don't get me wrong. I'm still gonna buy that setting spray. But I just wanna know what happened. Sie hat in diesem TikTok gesagt, dass sie definitiv einmal mit One Size Beauty sprechen muss, denn sie hat das One Size Setting Spray benutzt und das relativ neu gekaufte hat dann einen kompletten weißen Nebel auf ihrem Gesicht hinterlassen. Das sieht natürlich super erschreckend aus, also ich hoffe auf jeden Fall, dass es ihr nicht irgendwie wehgetan hat, falls sie das in die Augen bekommen hat. Es hängt auf jeden Fall auch sehr viel in ihren Lash Extensions. Es sieht ein bisschen aus, als hätte sie ein schlechtes Trockenspray in ihrem ganzen Gesicht verteilt. Sie selber hat gesagt, dass sie es neu gekauft hat, dass sie es natürlich ein bisschen geschüttelt hat, aber das ist zum Beispiel was, das ich mit meinen Setting Sprays auch immer mache. Ich benutze auch viele Zwei-Phasen-Setting Sprays. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Man kennt es auch von Haarspray und so weiter. Ich glaube, das ist eine ganz normale, instinktive Bewegung, dass man diese Sachen schüttelt. Und daraufhin ist eben das passiert. Sie war allerdings nicht die Einzige, die darüber gepostet hat, dass ihr das mit diesem Setting Spray passiert ist. So gab es noch eine Creatorin mit dem Namen Honey Milk Glam, die das Gleiche in nicht ganz so schlimm ebenfalls auf ihrem Gesicht hatte und gesagt hat, dass sie ebenfalls eine neue Tube gekauft hat von dem Setting Spray von One Size und dass das eben bei ihr auch diesen kompletten weiß- bzw. grauen Schleier hinterlassen hat. Mich persönlich würde es natürlich sehr interessieren, was genau da eigentlich passiert ist, damit das so aussehen kann. Man muss dazu natürlich sagen, das ist ein Aerosol-Container, also wie ein Deo-Container. Also anders als bei einem normalen Setting Spray mit Pumpstoß oder Pumpkopf, kommt das mit Unterdruck raus. Und das ist ja auch ähnlich wie zum Beispiel bei Trockenshampoo. Und da kann das tatsächlich passieren, dass sich das sozusagen zusammenflockt. Was genau das Problem ist, wissen wir nicht. Aber Patrick Starr hat auf diese beiden Reels reagiert. Was ich sehr, sehr gut finde. Und ich finde auch seine Reaktion extrem gut. Und wir haben, glaube ich, zum ersten Mal auf diesem Kanal eine Influencer-Apology oder wie auch immer Accountability, die ich wirklich respektieren kann. So hat er folgendes TikTok hochgeladen. In diesem TikTok hat er sich aufrichtig entschuldigt, hat sowohl zu den beiden CreatorInnen gesagt, dass das natürlich nicht hätte passieren dürfen, dass er im Namen seiner Brand und seines Teams als CEO der Brand und natürlich auch Gesicht der Brand, denn es ist ja seine Brand, die Verantwortung dafür übernehmen wird und will, dass anscheinend etwas defekt ist mit diesem Aerosol-Container und sie das auf jeden Fall untersuchen lassen werden. Also sie werden dem auf den Grund gehen, denn wenn es das zweimal gegeben hat, dann kann es natürlich auch sein, dass das nicht die einzigen Container sind, bei denen irgendwas schiefgelaufen ist, sondern dass auch bei normalen KonsumentInnen und KundInnen, die eben vielleicht kein riesengroßes TikTok-Following haben, dasselbe Problem ebenfalls auftritt. Er hat außerdem auch noch hinzugefügt, dass beide natürlich eine komplette Rückerstattung ihres Geldes bekommen werden, also dass sie ausgegeben haben für dieses Setting Spray und dass alle, die ebenfalls KonsumentInnen oder KundInnen von One Size Beauty sind, dieses Setting Spray gekauft haben und gegebenenfalls die gleiche Problematik eben halt auch vorfinden, ebenfalls einen Full Refund bekommen. Das finde ich an sich schon mal sehr, sehr gut. Ist auch genau die richtige Reaktion meiner Meinung nach. Ebenfalls hat er da auch nicht deflected, sondern einfach gesagt, er übernimmt die Verantwortung dafür, dass dort etwas schiefgelaufen ist. Das kann natürlich in jeder Produktion mal passieren. Meiner Meinung nach ist es nicht schlimm, Fehler zu machen. Und vor allen Dingen, das sind ja auch Fehler. Er ist ja nicht die Person, die diese Aerosol-Container in der Firma irgendwie selber befüllt oder sonstiges. Meiner Meinung nach ist immer wichtig, wie man darauf reagiert. Und das hat er in diesem Fall wirklich sehr, sehr professionell gemacht. Er hat ebenfalls auch nochmal betont, dass sollte jemand von den KonsumentInnen und KundInnen Probleme haben mit ihren Aerosol-Containern, dass sie auf jeden Fall ihm schreiben können, aber vor allen Dingen auch der One Size Beauty Brand Page, die er hat auf Instagram und auch auf TikTok, dass dort alle Fragen beantwortet werden, dass das an sich wahrscheinlich kein Problem ist, dass irgendwie gefährlich ist für die Gesundheit der KonsumentInnen, die das erfahren, aber dass sie natürlich auf jeden Fall eine Rückerstattung des Geldes bekommen, dass sie trotzdem eine Full Investigation machen werden, also sie werden auf jeden Fall dahinter schauen und überprüfen, was da eigentlich schiefgelaufen ist, um dann die defekten Container so gut es geht aus dem Verkehr ziehen zu können. Der einzige Satz, der mir nicht ganz so gepasst hat, war der letzte, bevor das ausgeschriebene Entschuldigungsstatement von ihm noch dazu kam und dass er gesagt hat, it's my first time being a founder, also dass er zum allerersten
mal eine Firma selber gegründet hat. Meiner Meinung nach wäre das einfach als Statement nicht nötig gewesen, weil egal ob es seine erste oder seine 10. Brand ist, solche Produktfehler können passieren. Die haben seltener etwas mit den CEOs oder Foundern zu tun. Wenn man aber selber mit dem Namen, seinem Gesicht oder sonst wie mit der Marke in Verbindung steht und für diese Marke auch repräsentativ steht, dann wird man natürlich auch immer ein Stück weit zur Verantwortung gezogen. Das ist meiner Meinung nach auch richtig so. Er hat ebenfalls nochmal eine Written Apology gepostet, in dem er nochmal alles drunter geschrieben hat, was er ebenfalls auch gesagt hat, dass er für sich selber und natürlich auch für die Konsumentinnen erwartet, dass man bessere Qualität an den Tag legt und dass er sich entschuldigen möchte bzw. um Entschuldigung bittet für den Mangel an Qualität, der dort eben angetroffen wurde. Und er hat sich ebenfalls bedankt für die Leute, die ihn quasi über dieses Problem informiert haben. Hätte man darüber einen TikTok machen müssen? Meiner Meinung nach nein. Ich kann aber auch verstehen, dass das natürlich auch eine Möglichkeit ist, viral zu gehen. Und ich finde auch, dass beide sehr entspannt reagiert haben. Also beide CreatorInnen haben sich jetzt nicht irgendwie krass lustig gemacht oder gesagt, oh mein Gott, kauft nie wieder von dieser Brand oder ihn irgendwie getrashed oder so, sondern einfach gesagt so, was zur Hölle ist auf meinem Gesicht passiert? Und ich meine, wenn man sich die beiden anguckt, dann kann man auch nachvollziehen, dass diese, sagen wir, Irritation passiert ist. Meiner Meinung nach eine absolut angemessene Influencer-Apology. Und ich dachte mir, ich spreche mit euch da einmal drüber. Was ist etwas, das ihr für euch in einer Influencer-Apology auf jeden Fall hören wollt? Habt ihr selber vielleicht schon Probleme mit bestimmten Produkten gehabt, die von einer Influencer-Brand kamen oder die ihr gekauft habt, weil InfluencerInnen dafür Werbung gemacht haben? Dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Meiner Meinung nach ist es nicht schlimm, wenn Produktionsfehler auftreten. Das kann immer passieren oder es kann zum Beispiel auch beim Versand mal eine Palette kaputt gehen oder sonst was. Das sind Dinge, die sind dann außerhalb der Verantwortung bzw. der Kontrolle der GründerInnen von den Marken. Meiner Meinung nach ist nur wichtig, dass der Kundenservice damit verantwortungsvoll und auch respektvoll umgeht und dann halt auch sagt, okay, es gibt zum Beispiel eine Erstattung des Geldes, wir schicken dir ein neues Produkt zu kostenfrei oder. Jetzt interessieren mich natürlich noch eure Erfahrungen mit Kundenservice. Call them out! Dafür sind meine Kommentare da. Bleibt aber bitte wie immer respektvoll, selbst wenn ihr vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht habt. Ich finde das immer ganz interessant, weil man so selber auch mal abgleichen kann, wie reagieren Influencer-Brands zum Beispiel, wenn bei ihnen irgendwas nicht gut läuft. Wenn ihr solche Videos gerne mögt, dann folgt mir gerne, gebt hier gerne ein Abo. Folgt mir auch super gerne auf Instagram. Der Link ist unten in der Infobox, genauso wie die Links zu den ganzen TikToks, die ich euch heute gezeigt habe. Lasst mich gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben oder den Daumen ein Video nach oben, je nachdem, was euch lieber ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!